Hi Leute, was geht und willkommen zu diesem Video. Ehrlich gesagt, ich muss sagen, dieses Video ist ein extrem emotionales Video. Es ist, ich habe noch nie vor der Kamera geweint und es ist deswegen einfach gerade extrem schwer darüber zu reden. Und ich habe das gerade auch schon versucht aufzunehmen, aber ich hab so angefangen zu heulen, dass ich das einfach nicht aufnehmen konnte. Deswegen muss ich mich gerade einfach nochmal konzentrieren, aber ich glaube, jetzt langsam geht's. Mir ist eine extrem krasse Story passiert und die will ich euch einfach gerade erzählen, weil ich das einfach so krass und heftig finde. Und deswegen hört jetzt zu. Es geht um eine Instagram-Nachricht, die ich bekommen habe. Ich will gar nicht groß um den heißen Brei rumreden. Ich blende euch das jetzt einfach gerade hier mal ein. Es geht um diese Nachricht hier. Es war ein Bild von einer Zuschauerin. Die heißt hotgirl_lovesjonas. Ist ein treuer Fan von mir. Ich habe sie letztens getroffen auf der Straße. Und sie hat ein Bild von mir gemacht, also mit mir zusammen. Und Scheiße. Und es war in dem Moment halt einfach so, ich kann es gar nicht genau beschreiben. Es war in dem Moment einfach so, dass sie von mir wollte, dass ich ein Duckface ziehe. Und ich habe ihr dann einfach gesagt, okay, nein, es geht nicht. Ich will kein Duckface machen. Woraufhin sie mir dann halt geschrieben hat, dieses Bild haben wir letztens gemacht und du hast kein Duckface gemacht. Und wenn das nochmal vorkommt, dann entfolge ich dir. Wisst ihr Leute, ich finde es einfach so krass, eine Nachricht zu bekommen, wo jemand einfach damit droht, jemand anderem zu entfolgen. Ich finde es einfach so krass, dass es heutzutage noch vorkommt. Ich denke mir, wir sind aufgeklärte Menschen auf der einen Seite. Es gibt unfassbar viele Kampagnen gegen sowas. So viel wird dagegen gesagt. Und dass dann jemand kommt wegen einer im Grunde so einfachen Sache, weil ich kein Duckface mache und dann mit Entfolgen droht. Ich finde es einfach so eine krasse Story. Es kann sein, dass ihr die Story nicht glaubt, es ist einfach übel krass. Solche Situationen muss man, glaube ich, einfach jemanden haben, mit dem man drüber reden kann. Ich muss einfach jetzt meine Mutter anrufen. Ich weiß echt gerade nicht weiter. Aber wenn du das siehst, es tut mir leid, ich muss dich hier einfach jetzt gerade anrufen. Hallo? Hallo, Mama? Ja, hallo. So nett, dass du mit hier in den Pool kommst. Ja, ich rufe dich wegen einer, gerade wegen einer ernsteren Sache an. Also mir geht's gerade gar nicht gut. Was ist los? Und zwar ist es so, dass mir gedroht wird. Ja. Und zwar droht mir ein Mädchen, mir zu entfolgen. Was drohte dir? Mir zu entfolgen bei Instagram. Also mir geht's echt gerade gar nicht gut. Dir zu entfolgen? Ja. Also dir nicht mehr zu folgen? Nicht mehr zu folgen. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, das ist echt dramatisch, wenn die dir nicht mehr folgen möchte. Ich sollte auswandern, oder? Neues Leben beginnen. Mit besseren Eltern. Es gibt nichts, wo du weit genug wegwandern kannst. Damit ihr den nicht weiter entfolgen kann, also... Ja, da hast du auch recht. Welches Land willst du dann nehmen? Also... So weit weg wie möglich von dir auf jeden Fall. Vielen Dank. Okay, nein, das war nur Spaß, Mama. Aber willst du noch an die Leute irgendwas sagen? Also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn du weit, weit weg auswandern würdest. Dann alles klar, vielen Dank. Vielen Dank für den Anruf. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ihr habt es gerade live gesehen. Manchmal kann es einfach auch besser sein, wenn man den Konflikt einfach mit jemandem bespricht. Jemand, der immer für euch da ist, der euch vielleicht schon mal in sich getragen hat. Die beste Möglichkeit ist einfach mit der Person zu schreiben und gucken, was passiert. Leute, ich blende euch jetzt mal den Chat ein. Ich versuche das irgendwie mit ihr zu klären. Ich werde euch jetzt den Chat einblenden. Ich kläre das mit ihr. Okay, das war jetzt gerade echt ein dramatischer Chatverlauf. Aber irgendwie konnte ich es wieder gerade biegen, irgendwie konnte ich es wieder hinkriegen, Alter. Oh mein Gott, Leute, ich bin so froh, dass ich es wieder gebacken bekommen habe. Alter, ich bin gerade so glücklich, ohne Scheiß, mein Tag. Alter, ist einfach, ich fühle mich so gut. Ich werde das den Rest des Tages auch noch ein bisschen mit meinem Fidget Spinner Jetzt ist aber gut hier. Freunde, ich kann mir vorstellen, dass ihr gerade an einem Punkt angekommen seid, wo ihr euch einfach nur denkt, so, what the fuck ist mit dem Jungen los? Und das mag absolut stimmen, das mag absolut stimmen. Das denke ich mir auch ungefähr 10.000 Mal am Tag über mich selber. Aber warum habe ich dieses komplett Destroying-Video gedreht, was komplett seltsam ist? Auf der einen Seite war es eine komplett seltsame Satire, auf der anderen Seite sah es am Anfang so aus, als würde ich echt heulen. Und sicherlich gibt es viele von euch, die sich gerade denken, so, Alter, Jonas, du verarschst deine Zuschauer komplett. Aber nein, genau darum soll es nicht gehen. In Wirklichkeit ist dieses Video eigentlich nur eine totale Kritik an diesen ganzen angeblichen Real-Life-Story von anderen YouTubern, deren Namen ich alle nicht sagen werde. Aber euch alle da draußen, ich will nur mal sagen, ihr macht die Szene kaputt mit diesen
verkackten Scheiß-Fake-Stories. Von wegen irgendwelche Morddrohungen hier und jemand ist da fast ums Leben gekommen und da wieder die krasseste Schlägerei. Ich finde sowas einfach lächerlich, so, sich so einen Scheiß auszudenken. Und im Grunde wollte ich euch gerade nochmal ganz kurz zeigen, wie easy es ist, im Grunde etwas unfassbar theatralisch rüberzubringen. Abgesehen davon, dass die Thematik natürlich Drohung wegen Entfolgen war, was ist das schon? Das ist kompletter Schwachsinn, ganz ehrlich. Und deswegen wollte ich einfach nur sagen, das Video, das darf euch ruhig ein bisschen verwirren. Das Video kann euch natürlich ein bisschen Brainfuck geben, weil ihr euch denkt so, Alter, was habe ich gerade gesehen? Es soll im Grunde einfach nur ein bisschen unterhalten und euch zeigen, Leute, glaubt nicht jede Story, die hier auf YouTube erzählt wird. Nicht alles, was euer Lieblings-YouTuber erzählt, muss so die Wahrheit sein. Es sei denn, ich bin euer Lieblings-YouTuber. Das ist die einzige Botschaft von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Alleine für das krasse Thumbnail. Ganz ehrlich, ich sah aus, als wäre ich krass geschlagen worden. Leute, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.